Willkommen zurück zur neuen Folge Sekiro auf dem Weg zum Bildhauer, um unser neues Prothesenmodul abzuholen. Yay! Schauen wir mal, was das Schönes auf uns wartet. Nanda. Omae-san. Kitta, shinobi-rashiku natte kita youni mieru. Totte okina. Shinobi-Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Kore wa. Okay. Shinobi no waza je. Samurai ni wa mane dekinu. Shinobi no tatakau sube ga kaite aru. Toll. Ma, dou suru ka wa omae san shidai yo. Tatakau sube nado shinobi dake demo aru mai te. Wenn du einen Esoterik-Text zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü der Figur des Bildhauers erwerben. Für jeden besiegten Feind erhältst du Fähigkeitserfahrung. Hast du genug davon, erhältst du Fähigkeitspunkte zum Freischalten von Fähigkeiten. Manche kannst du erlernen, indem du Objekte erhältst oder Gegner besiegst. Okay, cool. Siehst du, ich bin sogar schon zu Level 2. Hätte ich mal eher herkommen sollen. So, wir wollen gerne ein Prothesenmodul. Das Flammenrohr. Prothesen-Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über die Techniken für die Shinobi-Prothese zum Erlernen von Fähigkeiten des Prothesenstils. Okay. Was es alles gibt. Wir haben das alles noch nicht benutzt, aber vielleicht könnte man damit jetzt einmal anfangen. Wie viel von den Geisteremblemen kann man denn mitnehmen? 15 von 15. Okay. Wie gesagt, hier kann man das, glaube ich, angucken. Fähigkeitenerwerb. Wurde im Figur des Bildhauers Menü freigeschaltet. Fähigkeitenerwerb. Erwirb Fähigkeiten im Fähigkeitenmenü für Fähigkeitspunkte. Neue Kampfstile kannst du durch esoterische Texte zu diesen Kampfstilen erlernen. Es gibt drei Arten von Fähigkeiten. Kampfkünste, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten. Kampfkünste musst du ausrüsten. Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten sind immer aktiv, nachdem du sie erworben hast. Shinobi und Prothesen. Wirbelwindhieb. Das ist eine Kampfkunst. Ermöglicht das Kontern feindlicher Stoßangriffe durch Stampfen auf die Waffe eines Feindes. Fügt der Haltung schweren Schaden zu. Es ist fast unmöglich, schnelle Stöße richtig zu erkennen, außer man besitzt die Augen eines Shinobi. Was gibt das? Achso, das gibt dann am Ende eine Kampfkunst. Okay. Weil man sieht hier gar nicht, was man kriegt. Das ist auch cool gemacht. Treibender Schnitt. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorne mit einem Schwertschnitt. Geladener Wurfsteuern, Shinobi-Feuerwerk. Und noch eins. Okay. Greifhakenangriff. Schleudere dich mit dem Greifhaken auf einen Feind und nutze den Schwung für einen rollenden Schwertangriff. Die Shinobi-Prothese eignet sich perfekt, um Bewegungen mit Angriffen ohne überflüssige Bewegung zu kombinieren. Und das finde ich schon mal nicht verkehrt. Aber es hat jetzt beide... Ah, jetzt habe ich gar kein... Ach so, das ist das mit den Level-Ups. Das sind nur die Punkte, die ich verteilen kann. Jedes Mal, okay. Nehmen wir einen Konter mit. Ich weiß nicht, wann ich es brauche. Vielleicht bald. Angriff. Wirbelangriff. Kampfkunst, Kampfkunst. Ja gut, jetzt habe ich halt...
Achso, das sind so Hintergrund. Ja, vielleicht den Greifhaken als nächstes. Ich habe mich damit jetzt hier noch gar nicht auseinandersetzen können. Was man da Schönes machen kann? Der Mikiri-Konter-Training mit dem unsterblichen Samurai freigeschaltet. Schauen wir doch direkt mal vorbei. Vielleicht ist auch mal was in dieser tollen Kiste. Hui. Natürlich immer noch leer. Ja, wir wollen gerne den Konter. Ein Shinobi kann eingehende Stoßangriffe vorausahnen und kontern, indem er auf die Klinge tritt. Diese mächtige, riskante Technik heißt Mikiri-Konter und fügt der Haltung mehr Schaden zu als parieren. Nutze den Mikiri-Konter für 3 Todesschläge. Was? Bei Treffer durchstoß Mikiri-Konter. Ah. Okay. War ich beim ersten Mal ein bisschen überrumpelt. Okay. Ich habe halt damit gerechnet, dass man die Parieren-Taste drückt, aber man drückt tatsächlich die Ausweichtaste einfach nur. Wollte nicht zur Seite. Was ist denn das jetzt? Bin ich jetzt immer zu früh? Können ja mal noch mal gucken, ob die Emma uns irgendwas zu erzählen hat. Du. Ich war eine Weile nicht hier. Ach, die Erinnerung. Vision. その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが、城の門は閉じられています。そうか。なるほど。狼殿。Gut, Kürbisnamen habe ich meines Wissens nach nicht. Dann können wir wieder zurückreisen. Ach, rasten. Rasten wollte ich gar nicht, wollte reisen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass die hier auch wieder alle da sind. So, hier haben wir aufgehört. Wo fangen wir an? Die Hühner werden wahrscheinlich hier alles rufen. Okay, dann gibt es noch ein bisschen shiny. Ja, wer ist denn von euch der ätzendere? Eigentlich ist es auch egal.
So. Kann man hier jetzt was stehlen? Wenn die keinen Buddha bestehen. Wir schon. Shinobi-Axt des Affen. Eine schwere, schwarze Eisenaxt, die von Shinobi verwendet wird. Wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesenmodul. Die gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des versunkenen Teils bekannt war. Er verlor sie zusammen mit seinem linken Arm. Ernsthaft? Das heißt, ich muss eigentlich schon wieder zurück. Gut. Wir machen es jetzt direkt. Auch wenn das irgendwie ein bisschen... Naja. Aber vielleicht brauchen wir es ja. Wenn wir es hier vorne kriegen. Nicht, dass ich gleich weiterlaufe und dann sind die ganzen Gegner wieder da. Nachdem ich gereist bin. So. Hätte ich das beim letzten Mal gewusst. So. Vielleicht rüsten wir die mal aus statt der Wurfsterne. Das Feuerwerk habe ich ja selber noch gar nicht benutzt. Das Feuerding haben wir auch gerade erst gekriegt. Ach Quatsch. Das kann ich ja hier machen. Was steht da überhaupt? Ein Prothesenmodul mit einer geladenen schweren Shinobi-Axt verbraucht Geistembleme. Sogar zwei. Die Stärke der geladenen Axt liegt in ihrem Gewicht. Ein Schlag mit dieser Axt kann einen Holzschnitt oder die Haltung des Gegners zerstören. Gut. Das lässt ja erahnen, ob dass da jetzt vielleicht jemand mit einem Schild kommt. Oder in der anderen schweren Haltung. Schauen wir mal. Das war jetzt aber ein guter Beweis dafür, dass ich das wirklich blind spiele. Das war ja dämlich doppelt gemoppelt. Schleichen uns wieder. Ach, jetzt habe ich ja hier den Shiny-Kram gar nicht eingesammelt. Das muss ich noch ein bisschen üben. Na, würde ich anvisieren. Je mehr ich jetzt noch am Anfang kriege, desto besser eigentlich. Oh! Luft ist wieder rein. Ein Geldbeutel. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 685. Es wird schon wieder wehtun, wenn ich jetzt anfange, nur noch zu sterben an allem. So. Mir macht es ja ein bisschen Sorgen, dass da so viele Hühner sind. Da kommt doch jeder angerannt. Ist hier überhaupt ein normaler... Ist es hier ein Mensch oder sind hier jetzt nur diese Riesengockel? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mehr als... die Kügelchen aufsammeln. Da kommt immer so ein Symbol. Aber das geht wahrscheinlich alles verloren.
Achso. Gut. Da wollte ich schon gar nicht mehr. Irgendwas Konfekt. Oh, jedes Mal. Was heißt denn das? Werden die dann zerstört? Oder kommen die in diese Geisterbox? Vielleicht. Wenn ich sterbe oder sie verbraucht habe. Es könnte sein, dass das das Symbol ist. Apropos. Gut, dann das definitiv nix. Hm. Bin ich da vorne? Ne, auch nicht. Also hier all die Hühner nur für eine. Eins von diesen Konfektdingern. So, jetzt haben wir... Da vorne noch jede Menge Leute. Da hinter dem Türchen noch. Und dann geht's weiter berghoch. Ups. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob der wirklich reden möchte. Möchtest du reden? Oh ja. Sieht schon aus wie so ein Pirat. Pirat in Unterhose und Windel. Kann man vielleicht irgendwo reinschleichen und ihm was wegmopsen? Eine dreistöckige Pagode. Ja. Da hinten ist auf jeden Fall was. Kann man das von innen öffnen? Nein. Zup. Verhüllte Jizu-Statue. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jizu-Statue steht für elterliche Liebe. Ah, wenn ich wüsste, wie man das alles ausspricht. Jizu. Aber schon mal praktisch, wenn wir irgendwo sterben. Aktuell habe ich das sogar zweimal Auferstehungsmacht voll. Way. Achso, habe ich schon. Ei. Gut. Ich hätte zumindest noch keinen Schaden genommen. Ein Shinobi-Jäger. Das ist der nächste Boss? Mini-Boss? General Karawada? Sehr ehrenhaft, wie immer. Gegenmittel, Bruder. Dankeschön. So, das heißt, hier sind noch gar keine bösen Menschen drin.
Und hier auch wieder irgendwie hinter. Nope. Vielleicht kann man noch rauf. Ja. Interessant. Wäre natürlich ein cooler Plot-Twist, wenn man selber schuld daran ist, dass das hier alles passiert. Man kann sich nur nicht dran erinnern. So kommt man gar nicht hoch. So. Sieht auch nicht so aus, als könnte ich da oben irgendwas machen. Ich würde sagen, das ist jetzt eine gewisse Länge für diese Folge. Ich mache sie jetzt nicht ganz so lang. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr schaut in der nächsten Folge wieder rein und dann sehen wir uns mal an, was da oben brennt.